Guten Morgen. Jeder kennt den Satz, weniger reden, mehr tun. Was steckt dahinter und warum ist das so wichtig? Das möchte ich mit euch heute besprechen. Also, unsere Persönlichkeit wird durch unser Handeln bestimmt. Jeder, der uns wahrnimmt, nimmt uns in seinem Unterbewussten als den Mensch wahr, den er sieht, was er tut. Und die wenigsten werden nur von einem Sprechen oder von Kommunikation beeinflusst und haben einen Eindruck von den Menschen. Oftmals denkt man so, oh, der Redner, der hat ja nur durch seine Kommunikation, was er ausgesagt hat, einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und das ist oft ein Trugschluss, weil die Gestik, das Auftreten, auch die Aura, das man energetisch wahrnimmt und auch die Meinung von anderen Menschen prägt so das Bild von einem Menschen. Und da ist halt eben immer auch oder vor allem die Taten entscheidend und nicht das, was man sagt. Und ich kenne auch persönlich Menschen, die sehr viel kommunikativ in der Zukunft sind und in der Analyse sind, auch gerade was die eigene Persönlichkeitsentwicklung angeht. Sie sind ja ständig am Pläne schmieden, was sie alles noch tun werden und was sie, wie sie sich verändern werden und was bei ihnen so abläuft und so weiter. Und sind die ganze Zeit im Geiste und ihre Persönlichkeit ändert sich aber nicht in dem Maß, wie sie das dann vielleicht gerne hätten. Und die fragen sich dann häufig, hey, warum bin ich nicht dort? Und sind dann natürlich auch unzufrieden, weil sie haben ja im Geiste quasi alles schon geplant und sie wissen auch, wie sie sein wollen, sind es aber nicht. Und da ist eben genau die Problematik des Handelns versus des Redens ja, zugegen. Wenn man zum Beispiel glücklicher sein möchte, so, dann hat man genau in dem Moment die Möglichkeit, glücklich zu sein. Wenn man darüber nachdenkt, wie werde ich glücklich und sich aufschreibt und Tabellen macht und ja, Abläufe, Prozesse sozusagen konstruiert, Videos zum Thema anschaut, wie werde ich glücklicher, all diese Dinge, dann ist man die ganze Zeit in dieser Rede, in dieser Konzeptionsphase. Und obwohl man einfach, wenn man daran denkt, wie werde ich glücklich, einfach lächeln könnte, dann ist man in dem Moment glücklich und dann ist man tatsächlich etwas glücklicher geworden und man hat das neuronale Netz, ich bin glücklich, versehen, nicht mit dem Gedanken, wie werde ich glücklich, sondern ich bin glücklich, ich lächle. Und das ist halt so was ganz, ganz Einfaches. Es ist eine ganz, ganz einfache Sache, die Dinge einfach zu tun. Aber wir in unserer dienstleistungsorientierten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo es sehr viel um Mentales geht und nicht mehr wirklich um die Praxis, ist es ganz, ganz bedeutsam, dass man sich wieder auf die rudimentären Dinge besinnt, auf die Dinge einfach zu tun. Möchte ich aktiver werden, dann mache ich mir keinen Plan für irgendein spezielles Workout, sondern dann gehe ich raus und laufe eine Runde. Ne? Oder ich mache einfach ein paar Übungen, ein paar Liegestütze. Diese Änderungen, die sind auch relativ leicht zu initiieren. Ich hatte mal ein Video gemacht vor kurzem, vor ein paar Wochen, dieses 1-Minuten-Video, ganz faszinierend, schaut euch das unbedingt an. Auf meinem Kanal könnt ihr einfach auf die Lupe klicken bei der Kanalübersicht und dann dort einfach einen Begriff eingeben, da könnt ihr nur die Videos von mir finden. Ich glaube, das Video hieß irgendwie 1-Minuten-Video oder irgendwas mit 1 Minute. Gebt das einfach mal ein oder nur Minute, da kommt ihr zu dem Video. Und ja, also es ist ganz, ganz wichtig, die Dinge zu tun. Es ist so simpel, aber es ist für die meisten wirklich so schwer. Und da kommt ein zweiter Punkt, der sehr gefährlich ist bei dem Pläne schmieden. Ich möchte glücklicher sein, ich möchte aktiver sein, ich möchte das und das erreichen. Nämlich die Gefahr des Scheiterns. Wenn man aufhören würde zu planen, wenn man wirklich einfach nur tut, von Moment zu Moment, wenn man nicht mehr plant, dann kann man auch nicht mehr scheitern. Und Scheitern inkludiert wieder ein Gefühl von Unglücklichsein. Und gerade wenn man das Gefühl hat, ich möchte gern glücklicher sein, ich möchte gern Depressionen überwinden und man macht einen Plan, man scheitert, dann ist das wie ein Kreislauf, dann ist man wieder unglücklich oder ja, heizt auch so ein bisschen eine Depression vielleicht an. Deswegen aufhören zu planen, sondern die Dinge wirklich tun. Denn dann gibt es auch kein Gefühl des Versagens mehr und man hat auch nicht mehr diesen unterschwellig, was ich bei sehr vielen Menschen, mit denen ich rede und mit denen ich über ihre Situation rede, das unterschwellige Gefühl, dass sie ein Versager sind, weil sie halt von ihrer Umwelt nicht als in irgendeiner Weise ja, genormte Person wahrgenommen werden, sondern eine Person, die halt
irgendwas macht, was die anderen nicht verstehen können. Dann fühlen sie sich als Versager. So. Und deswegen ist es schon schwer genug in dieser Realität, wo man oft damit konfrontiert wird, dass wenn man nicht genormt ist, dass man ein Versager ist, dann noch das anzuheizen, indem man Pläne schmiedet innerhalb seiner eigenen Welt, wo man sich dann auch als Versager fühlt, weil man gewisse Dinge nicht erreicht hat. Deswegen hört auf zu planen. Also weitestgehend hört auf zu planen und konzentriert euch mehr auf das Tun. Und da geht es nämlich auch damit einher, was die Erfahrung bedeutet. Jeder weiß, dass man möglichst viel Erfahrung im Leben sammeln sollte. Und jeder, der viele Erfahrungen gemacht hat, berichtet davon. Und egal, ob die positiv oder wahrgenommen negativ sind, man spricht von einem, ich hatte total viel Erfahrung gesammelt und es ist total schönes Leben gewesen. Und kaum einer bereut, dass er viel Erfahrung gemacht hat. Was passiert aber, wenn man redet und was passiert, wenn man tut? Das Tun bedeutet immer eine Erfahrung. Wenn ich rausgehe und jetzt laufe, dann ist es eine Erfahrung. Und nicht nur das Laufen an sich, ich habe Begegnungen. In dieser unglaublich komplexen Welt kann so viel passieren. Und das bedeutet Erfahrung, Tun. Wenn ich rede, egal über was ich rede, egal welche Konstrukte ich erschaffe, egal welche interessanten Gedanken und Gespräche ich führe, es ist immer nur Reden. Es ist dieselbe Erfahrung. Es ist immer nur Reden. Und Tun sind neue Erfahrungen. Von daher tut die Dinge. Tut die Dinge. Leben ist weit mehr als Reden. Leben ist Fülle. Fülle von Erfahrungen, initiiert durch Tun. Egal was ihr tut, aber tut es einfach. Das ist meine Inspiration für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen und aktivitätsreichen Tag. Egal was ihr tut es. Bis morgen, euer Samuel.